Und eigentlich haben der Ecki und ich im Herbst, also Ende September, erst Geburtstag. Aber da ist es vom Wetter her halt immer schon so klamm und man kann am Abend nicht mehr so schön raussitzen. Und drum haben wir vor 2 Jahren beschlossen, hey, wir feiern einfach ein schönes Gartenfest während Sommerferien und so. Machen wir das. Jetzt letztes Jahr fiel es eh schon wieder aus. Also hey, alle 2 Jahre, finde ich, kann man sich's erlauben, so es richtig krachen zu lassen. Und hey, ich gebe alles und deswegen wüte ich im Garten und mach's da schön, weil ich will mich ja immer selber übertrumpfen. Und dann dachte ich, Mensch, wenn das jetzt auf dem Parkplatz, wo wir unser Buffet aufbauen, wenn da so ein Teppich aus Beton auf Beton gemalt drunter liegen würde, das würde so toll ausschauen. Also natürlich ganz bunt und mit so Dreiecksmustern, dass das nachher alles schön aufgeht. Und vielleicht kann ich mir auch schon mal so ein paar Pappdreiecke oder diese Treppendinger vorfertigen, dass ich dann wirklich gar nichts mehr denken brauche, wenn das Wetter besser wird. Und dann male ich das auf den Boden. Also, jetzt habe ich alles akribisch draußen abgemessen, habe es in meinen Computer übertragen und habe die schönste Teppichskizze, die ich mir vorstellen kann, gemacht. Also ich habe mir richtig Mühe gegeben. Wartet, ich drehe mal. Also wenn ich euch jetzt meine Skizze zeige, aber ich mache es jetzt einfach, dann müsst ihr eigentlich den Betonboden nachher gar nicht mehr sehen, weil ich denke, es wird wirklich genau tupfengleich rauskommen. Also das wäre dann mein Teppich. Stimmt, eine schreibt gerade, gibt es dem Teppichhersteller zum Weben? Ja, stimmt, das ist eine Reinzeichnung. Web mal, ging wahrscheinlich. Ich kenne aber keinen Teppichhersteller. Also es ist echt eine rein private Spinnerei von mir, die ich jetzt hier mal auslege. Ich habe mir jetzt gerade den Teppich ausgedruckt und habe mir am Computer die ganzen Maße rausgeschrieben. Das konnte ich ja jetzt ganz gut in der Datei abmessen. So viele Details sind es auch wieder nicht. Und jetzt schneide ich gerade hier dieses. Schaut mal, das hier ist der Platz. Über 8 Meter lang und 5 Meter breit und leider nass. Und morgen soll es leider auch noch mal regnen, aber Dienstag, Mittwoch ist das Zeitfenster, wo ich diesen Teppich hier drauf malen werde. Hi, die Sonne scheint. Sie knallt auf den Platz, genau richtig. Da sind meine ganzen vorbereiteten Schablonen für den Teppich mit den Maßen. Ich habe einen Taschenrechner, ich habe meine Farbe und jetzt geht's los. Wo ist der Meterstab? Ich habe die Mitte markiert und fange jetzt an, vom Rand den Rand herum vorzuzeichnen, zu sprühen, zu messen, ja.
Der äußere Rand ist schon mal dran. Die innere Fläche ist noch frei. Und jetzt werde ich mal hier mein grobes Muster mit Hilfe von meinen vorbereiteten Schablonen markieren. Jetzt markiere ich mir den Bereich hier und habe mir da jetzt schon mal meine Schablonen ausgelegt. Passt genau wie geplant. Aber jetzt mache ich mir erst hier diesen weiteren Strich mit meinem Bike. Also ich muss echt sagen, mit Abstand das beste Werkzeug für heute ist dieser dicke Balken. Der ist nämlich auch so schwer, dass er mir nicht verrutscht, wenn ich mit der Malerrolle anlege und den wie ein Lineal benutze. Richtig perfekt. Hat super geklappt. Ich finde diese Übergänge von einer Farbe zur anderen, wenn sich die Streifen überschneiden, ja echt sehr, sehr toll. Wie echt gewebt. Der Schirm passt ja auch perfekt dazu und da sieht man eigentlich, wie winzig dieser Schirm jetzt aussieht. Ein paar Bodenplatten streiche ich auch noch gleich mit, wenn die Farbe eh schon offen ist. Da brauche ich noch ein paar. Ja, und dann gehe ich jetzt mal dahinter zum Weitermachen. Also im Großen und Ganzen ist der Hintergrund jetzt mal ausgerollt. Jetzt kommen die tollen Details. Das macht mir ja noch viel mehr Spaß. Und ja, mein Rücken tut mir eigentlich noch nicht weh und meine Beine. Das Einzige, was ich spüre, ist in meinem Handgelenk, weil ich so fest mit der Malerrolle gedrückt habe.
Die Schablone habe ich mir ja am regnerischen Sonntag aus dickem Papier ausgeschnitten. Und hier habe ich mit Tesafilm so Stege reingeklebt, damit mir die Schablone einfach nicht verrutscht, die Spirale, auch bei diesen Blättern, damit mir das innen nicht rausfällt. Junge, Junge, was hier los ist, es ist gerade ein Riesengewitter mit Platzregen gekommen und ich musste gerade da hinten auch noch verschüttete Farbe wegkehren. Ich mache mal weiter, also ich habe jetzt keine Riesensauerei, aber da hinten, da steht Wasser. Sehr erfrischend hier. Ich bin Pitsche, aber zum Glück... Junge, seht ihr das? Also es ist gerade ein wahnsinniges Gewitter runtergekommen und ich schaue jetzt mal, dass ich hier das Größte rauskehre, weil das ist jetzt ja eigentlich ist wurscht, das macht mich einfach. Das ist wieder weggetrocknet. Krass. Zwei Stunden später, der Himmel ist wieder blau, das Unwetter hat sich verzogen. Das war ja so krass. Und ich bin jetzt gerade auf dem Hüttendach bei unserem Mirabellenbaum, weil ich gucken wollte, wie der Boden von oben aussieht. Er ist noch ein bisschen nass, hey, aber... Ich mache jetzt weiter, als ob mich so ein puppeliges Unwetter hier abhalten könnte. Ich fülle jetzt noch die Blüten aus. Und wo war ich stehen geblieben? Genau beim Gold. Das hat es zwar ein bisschen weggespült, aber passt schon. Also wenn ich den heute nicht fertig kriege, den Boden, dann weiß ich auch nicht. Okay, dann klettere ich hier mal runter. Ich bin frisch geduscht, frisch abgekühlt. Und ja, bin echt gespannt, ob ich es heute fertig kriege. Das ist echt ein Parcours hier.
Ich habe jetzt noch irgendwas Stempeliges gesucht für kleinere Pünktchen für den Rand und habe jetzt solche Anti-Rutsch-Möbelteile gefunden. Klappt super. Ich habe da vier übereinander gemacht. Mit Fransen. Also ich glaube, ich hole mir jetzt eine Matratze und übernachte genau hier in der Mitte und guck in den Sternenhimmel.